Weiter geht's mit Bunker Bravo Ebene 3. Wir haben wieder ordentlich was an Waffen eingepackt und jetzt müssen wir wieder die Geschütztürme deaktivieren und den Patrouillenabbruch. Hier im ersten Raum geht's gleich los mit einem Giftwerfer. Den müssen wir möglichst zuerst abknallen, danach den Sturmsoldaten, damit wir dann in Ruhe den Giftkotzer erledigen können, damit der nicht ständig durch seine eigene Spucke läuft und sich hochheilt. Muss man immer gucken, dass da der Platz möglichst frei ist von der Kotze, dass wir da auch nicht selbst durchlaufen. Hier kommt jetzt schon ein Slasher. Der haut euch einmal, ihr blutet dann für 5 Sekunden. Und in der Zeit müsst ihr euch dann etwas schneller hochheilen. Für den Sturmsoldaten nehme ich ganz gerne eine Scar oder eine Glock, weil ich da einfach nicht so die besten Modis für habe. Dann habe ich nachher genug AKs für die restlichen Zombies über. Hier kümmern wir uns jetzt zuerst wieder um den Sturmsoldaten, damit wir dann wieder genug Zeit haben, um dem Giftkotzer ständig auszuweichen. Gehen jetzt einmal hier wieder rüber, damit wir da wieder ein bisschen mehr Platz haben, der noch nicht vollgekotzt ist. Hier solltet ihr möglichst nicht durch den Fleck, sondern über die Tonne laufen, da bekommt ihr dann keinen Schaden. Und jetzt kümmern wir uns wieder zuerst um den Kreischer, dann um den Explosivzombie. Und dann geht es weiter mit dem Giftkotzer. Hier haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. In dem anderen Raum geht das immer nicht so gut. Dafür lieber wieder ein Stückchen zurücklaufen. Der Giftkotzer kam übrigens wieder hier unten aus dem Loch in der Wand. Ihr müsst halt immer gucken, welche Zombies jetzt bei der Version quasi da sind. Da sind ja jedes Mal andere Zombies. Und danach richtet sich dann auch so ein bisschen die Methode. Hier warten wir jetzt nochmal kurz, bis der Boden wieder frei ist, weil sonst die Strahlung auch relativ zügig zunimmt. Und da müssen wir nachher am Ende ganz doll darauf achten, dass wir dann nicht zu verstrahlt bei dem Endboss ankommen. Für die Kreischer kann man jetzt auch ganz gut die Waffe nehmen, die noch nicht so gut modifiziert ist, sei das eine M16 oder eine Scar in meinem Beispiel. Genauso wie bei den Explosivzombies, da reichen auch Glocks zum Beispiel aus. Giftkotzer sind hier jetzt zum Beispiel echt nervig, weil einfach nicht so viel Platz zum Ausweichen da ist. Der Zünder geht dir nachher wieder in die Luft und dann kommen die Parasiten. In dem nächsten Raum geht es jetzt im Wasser weiter. Da könnt ihr mit einer guten Waffe zum Beispiel die Zombies dann auch rechtzeitig abschießen, bevor sie bei euch ankommen. Und eine VSS hat zum Beispiel dann eine recht gute Reichweite. Hier den Slasher jetzt nochmal zum Schluss. Kommen aber erstmal keine anderen Zombies, da könnt ihr euch ganz entspannt hochheilen. Hier im nächsten Raum jetzt möglichst direkt unten in die Ecke laufen, damit der Zünder und der Kreischer von oben nicht direkt angetrabt kommen. Und wie gesagt, aufpassen, dass der sich nicht auf den Boden schmeißt, sonst könnt ihr euch wieder nicht bewegen und dann kommen die Parasiten ganz schnell und machen euch kalt. Hier ist jetzt wieder ein Loch in der Wand. Sobald ihr da in die Nähe kommt, kommt der Giftkotzer raus. Ich stelle mich möglichst immer schon so in eine Richtung, dass er da auch hinkotzen kann, dass man dann in die nächste Richtung wieder ausweichen kann. Hier auf dem Fleck auf dem Boden nicht so lange stehen bleiben, da bekommt ihr auch wieder Schaden. So, der Zünder kann da hinten schon mal hochgehen. Dann kümmern wir uns in der Zeit schon mal um den Sturmsoldaten und die Parasiten. Und dann ist jetzt hier oben noch mal ein Loch in der Wand. Je seltener euch der Giftkotzer mit der Kotze trifft oder je seltener ihr durch diese Flecken lauft, desto langsamer werdet ihr auch verstrahlt. Ihr könnt das auch immer mal an den Wänden absehen, wie hoch da die Strahlung grundsätzlich schon ist. Und das ist jetzt auch schon der letzte Gang. Dann kommen wir gleich in den letzten Raum, wo auch der Boss ist. Hier kommt jetzt nochmal ein Slasher. Wenn ihr zum Beispiel zwei Slasher habt, bekommt ihr quasi nicht den doppelten Schaden, dass ihr doppelt blutet. Da könnt ihr euch wirklich quasi die Zeit nehmen, die in Ruhe abzuknallen. Ihr dürft allerdings nicht länger brauchen als diese 5 Sekunden, weil sonst fängt es von vorne an mit dem Bluten. Hier jetzt am besten einmal eine Pille nehmen.
damit ihr dann auch den Terminal aktivieren könnt. Und jetzt sind wir schon bei Dr. Horror angelangt. Der ruft jetzt viermal verschiedene Zombies. Das erste Mal jetzt bei 800, da kommen jetzt dreimal diese Krawallzombies, die super nervig sind, weil sie ständig in der Deckung sind, da einfach immer so ein bisschen hin und her laufen. Alle 10 Sekunden schreit Dr. Horror einmal, da müsst ihr aus dem roten Bereich raus, ansonsten könnt ihr euch erstmal nicht bewegen. Also am besten im Kopf immer so ein bisschen mitzählen. Da die Geschwindigkeit vom Video ein bisschen erhöht ist, ist das hier jetzt ein bisschen schneller. Und passt bloß auf, dass ihr nicht aus Versehen auf Dr. Horror schießt, denn wenn der unter 600 Leben ist, öffnet sich hier unten die nächste Tür und es kommt die stinkende Leiche und das wird dann ganz schön eng hier im Raum. Außerdem dürft ihr auch nicht auf die Krawallzombies schießen, wenn sie sich gerade hinter dem Schild decken. Ansonsten macht ihr keinen Schaden, aber die Waffen nutzen sich trotzdem ordentlich ab. Hinter den vier Säulen seid ihr übrigens safe, also ihr müsst aufpassen, dass ihr quasi genau parallel zu Dr. Horror hinter diesen Pollern steht. Und dann dauert das jetzt eigentlich mit den Krawallzombies am längsten, bis ihr die dann endlich mal alle erledigt habt. Jetzt können wir in Ruhe erstmal Dr. Horror unter 600 Leben bringen. Dann geht hier oben rechts die Tür auf und die stinkende Leiche kommt raus. Und da laufen wir dann auch so lange hin und her, bis sie aufhört zu stinken. Dann können wir sie nämlich auch in Ruhe abknallen, dass sie dann möglichst nicht im Gas stehen bleibt. Ab jetzt zum Beispiel könnt ihr dann ganz gemütlich auf den schießen. So. Und ihr seht schon, dass die Strahlung jetzt immer mehr zunimmt. Da müssen wir zwischendurch auf jeden Fall auch mal so eine Strahlenschutztablette nehmen. Hier kommt jetzt bei 400 Leben der Giftkotzer mit dazu. Den Boss finde ich zum Beispiel gerade am Anfang doch ein bisschen schwieriger als der von Ebene 2 und Ebene 4. Aber mit ein bisschen Übung und ein bisschen Technik funktioniert das ganz gut. Wie gesagt, immer die Strahlung im Auge behalten, relativ schnell hochheilen und immer so ein bisschen gucken, dass ihr möglichst schnell bei den Säulen seid, damit euch das jetzt gerade nicht passiert. Jetzt kommt hier der Slasher noch mit dazu, bei 200 Leben. Sobald das Strahlensymbol kommt, würde ich normalerweise eine Pille nehmen, aber wir haben Dr. Horror schon erledigt und sobald wir den Raum verlassen, hört die Strahlung auf.